Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Ihnen bereits heute einige Details zur Online-Konferenz am 23. Februar vorstellen. Der Üpos-Kapitalmarktdialog hat das Ziel, Ihnen einmal im Monat die wichtigsten Daten und Hintergründe zu den internationalen Kapitalmärkten zu erläutern. In dieser Ausgabe werden wir uns schwerpunktmäßig mit dem Bereich der festverzinslichen Wertpapiere beschäftigen. Das heißt, wir schauen uns die aktuellen Renditen an. Wir werden hinterfragen, ob diese Renditen aktuell eine angemessene Vergütung für die übernommenen Risiken darstellen. Sie werden unter anderem erfahren, dass Sie ohnehin bereits in ausreichendem Maße in anderen Ländern als Deutschland investiert sind mit Ihrem Geld. Und natürlich werden wir auch aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die Risikostreuung in diesem Segment zu verbessern und gegebenenfalls noch durch weitere Komponenten aus dem Fremdwährungsbereich zu ergänzen. Ergänzend dazu schauen wir auf die Inflation. Die Inflationserwartungen sind ein wichtiges Thema, das sowohl von den internationalen Notenbanken als auch von den Kapitalmarktteilnehmern beobachtet wird. Wir sehen hier aktuell einen fallenden Trend. Das wird natürlich Folgen haben und wir möchten Sie dafür sensibilisieren, dieses Umfeld zu nutzen, um sich vielleicht mal kritisch mit der eigenen Inflationsabsicherung in Ihrer Vermögensstruktur auseinanderzusetzen. Abschließend schauen wir auf den Aktienmarkt. Momentan sehen wir eine Rückkehr der sogenannten Substanzaktien. Wir versuchen zu interpretieren, ob diese nachhaltig ist und welche Konsequenzen sich für die Depotstrukturierung daraus ableiten lassen. Das Ganze runden wir noch ab mit dem Thema Edelmetalle und der üblichen Fragerunde. Und sofern Sie sich noch nicht angemeldet haben, freue ich mich, wenn Sie teilnehmen. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiedersehen.